Hallo zusammen, grüß euch. Ja, Thema heute chinesische Hanfpalmen nach der Überwinterung. Also, wir haben jetzt Mitte April und wir sind in der Poolüberdachung. Ich hatte euch an den vorigen Videos gezeigt, dass wir die Palmen überwintert haben und dass wir so einen extremen Frost hatten. Jetzt werden wir die Palmen die nächsten Tage nach draußen stellen, weil es soll jetzt noch einmal kurz ein bisschen Frost geben und dann denke ich mal, sollten die Palmen auch die 0 Grad abkönnen. Also ich zeige euch jetzt mal, wie die Palmen traurig und auch glücklicherweise aussehen. Ich fange jetzt mal hier auf der Seite an. Also wir haben das Gefühl, alle Palmen, die im Durchzug standen, das heißt alle Palmen, die hier im Durchzug standen, haben wohl den Frost durch den Durchzug, obwohl sie in der Überdachung waren, komplett abbekommen und sind anscheinend alle kaputt gegangen. Ja? Während auf der anderen Seite, man kann es hier ganz schön sehen, hier ist quasi der Durchzug durchgezogen. Alle Palmen, die im Durchzug vorne standen, die haben es wohl auch nicht überlebt. Aber wenn man sieht, hinten, weiter hinten, kann man sehen, sind doch einige wirklich schön geblieben während der Zeit, haben keinen Einbruch erlitten. Sie haben die Farbe, sie haben hier zum Beispiel auch, also es sind wirklich ein paar Stück, sind wirklich schön geblieben. Und ja, wir stellen sie jetzt raus. Vielleicht war ein Fehler, hier sieht man auch, wie es mit Unkraut zugewuchert ist über die Zeit in der Poolabdeckung. Hier kann man es auch ganz deutlich sehen. Wir haben hier fast zwei dieselben Palmen und da hinten, die etwas überdachter standen, die haben es überlebt und hier vorne, die sind eingegangen. Was will uns das Ganze sagen? Wir haben vielleicht auch einen Fehler gemacht, was man sich hier angucken kann. Und zwar haben wir Untertöpfe drinne gehabt. Im Herbst sind die Palmen wohl zu lange in den Untertöpfen gewesen, was bedeutet hat, dass das Wasser zu lange im Untertopf drinne stand und anscheinend, es kann auch sein, dass die wirklich dann geschimmelt waren. Wir haben das Wasser nicht rausbekommen. Dann kam der Frost, dann haben wir die Palmen untergestellt und ja, dann ist der Frost wohl durch das Wasser unten, weil es zu nass war, in die Wurzeln reingezogen. Ich meine, gut, es ist unser erstes Jahr, wir lernen, wir haben jetzt in diesem Jahr viel gesehen, viel gelernt, was passieren kann, wo man die Palmen überwintern kann, wo man sie überwintern muss und ja, wir stellen sie jetzt raus und dann hoffen wir einfach, dass sie sich erholen und dann wie letztes Jahr prächtig weiterschießen. Ich werde euch das in einem der nächsten Videos, wir haben heute den, ich glaube, 22.04., wir lassen sie jetzt mal einen Monat draußen, das Wetter wird schön und dann werde ich einfach in einem Monat, werde ich mal so schauen, wie sie sich erholt haben. Ich werde dann mal ein Video drehen mit vorher, nachher und dann, ja, schauen wir uns das Ganze an. Bis dahin würde ich sagen, tschüss zusammen, ja, euer Markus.